Sehr geehrte Damen und Herren, in den letzten Wochen haben mir unglaublich viele Kolleginnen und Kollegen ihren Ärger mit den Schlussabrechnungen zu den Corona-Wirtschaftshilfen mitgeteilt. Ich muss mich korrigieren. Ärger trifft's nicht. Sie sind wütend. Wütend, wie ich es in all den Jahren noch nie wahrgenommen habe. Was ist los im Berufsstand? Ganz einfach, wir Steuerberater sind wütend, weil die Bewilligungsstellen unsere Kanzleien derzeit quasi lahmlegen. Ihre von tiefem Misstrauen geprägten und oft unsinnigen Rückfragen sind eine Zumutung. Was soll diese kleinteilige Überprüfung unserer Arbeit? Was soll dieses Misstrauen? Oft geht es bei den Rückfragen um aberwitzige Vorgänge. Ich will Ihnen 5 Beispiele nennen. Vielfach sollen alle Belege eingereicht werden. Das können je nach Mandant mehrere Tausend sein. Hierbei geht es oft nur um wenige Euro. Es werden Belege angefordert, die schon bei Antragstellung eingereicht wurden. Änderungen sind in den Schlussabrechnungen nicht mehr möglich und werden abgelehnt, obwohl uns dies zum Zeitpunkt der Antragstellung zugesichert wurde. Es wird auf nicht gestellte Änderungsanträge verwiesen und das ist eine Frechheit. Schlussabrechnungen wurden oft schon vor Monaten eingereicht. Nachfragen müssen binnen 14 Tagen beantwortet werden. Der dadurch entstehende Aufwand ist allerdings keinesfalls von unserer Honorarrechnung abgedeckt. Und diese werden dann auch noch von den Bewilligungsstellen gekürzt. Das ist wirklich der Gipfel. Mein Highlight ist die Kontrolle von 30-Euro-Telefonrechnungen. Kollegen müssen hier den Nachweis bringen, dass jeder Anruf auf dieser Rechnung auch tatsächlich geschäftlich war. Und was kommt bei all dem überhaupt raus? Holen die Bewilligungsstellen viel Geld zurück? Bei allem ist es ja Steuergeld, das an die Unternehmen ausgezahlt wurde. Die Statistik spricht für sich, meine Damen und Herren. Insgesamt sind erst ca. 15% der eingereichten Schlussabrechnungen verbescheidet. Von diesen Fällen müssen Unternehmen durchschnittlich 50 Euro zurückzahlen. Bei 40% der Bewilligungen gibt es allerdings keine Abweichung zum Antrag. Wozu dann dieser ganze Aufwand, frage ich mich. Die Bewilligungsstellen bedienen sich teilweise teurer externer Beratungsunternehmen, was den Steuerzahler 3-stellige Millionenbeträge kostet. Und diese Berater haben viel Zeit. Zeit, die wir nicht haben. Und sie fordern nach einem festgelegten Katalog Nachweise an, egal wie unsinnig das im Einzelfall auch ist. Bis ins Jahr 2027 soll das noch so weitergehen. All der Aufwand für durchschnittlich 50 Euro. Im Ernst? Diese zahlreichen Nachfragen, oft von unerfahrenen und fachfremden Mitarbeitern, müssen aufhören. Damit ich nicht falsch verstanden werde, ich rede hier nicht von Fördervolumina in Millionenhöhe. Diese müssen selbstverständlich genau überprüft werden. Aber bei geringeren Fördersummen muss doch wirklich nicht jedem Anruf auf der eingereichten 30-Euro-Telefonrechnung nachgegangen werden. Diese Kleinteiligkeit ist nicht nachvollziehbar, schon gar nicht bei prüfenden Dritten, die als Compliance-Instanz eingesetzt waren. So wie es jetzt läuft, hätte man auf unsere Unterstützung getrost verzichten können. Die Politik hatte damals ein bürokratiearmes Verfahren versprochen. Davon kann heute keine Rede mehr sein. Tatsächlich wurde ein weiteres Bürokratiemonster geboren. Um es also deutlich zu sagen, gehen diese kleinteiligen Prüfungen weiter, kann die Frist zur Abgabe der Schlussabrechnung zum 31. März nicht eingehalten werden. Sollten auch Abgeordnete aus den Länderparlamenten oder Verantwortliche aus den Bewilligungsstellen dieses Video sehen, dann rufe ich Ihnen zu. Wir Steuerberater sind Organe der Steuerrechtspflege. Wir haben ein sehr strenges Berufsrecht. Wir bestätigen die Plausibilität der von uns gestellten Anträge. Sie können unsere Arbeit daher vertrauen.
Das entlastet Ihren Landeshaushalt und unsere Kanzleien. Wie das gelingen kann? Ganz einfach. Wir benötigen einen entschlackten Prozess. Es kann einmal eine gezielte Rückfrage erfolgen. Einmal, dann muss Schluss sein. Wir benötigen eine Kleinbetragsregelung. Bei geringen Fördervolumen sollte auf eine Schlussabrechnung verzichtet werden. Wir benötigen Fristen, die auch für die Bewilligungsstellen gelten. Vor allem aber, wir benötigen ein Miteinander und kein Gegeneinander. Wir Steuerberater haben viel getan, um unsere Mandanten und unser Land in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen. Jetzt ist es an Politik und Verwaltung, sicherzustellen, dass unsere Mandanten endlich Rechtssicherheit erlangen und Corona auch für unseren Berufsstand endlich ein Ende hat. Vielen Dank.